Ja, hallo zusammen bei einer weiteren Runde Titan Quest. Wir stehen hier irgendwo in der Unterwelt und haben neue Quests bekommen. Was ist immer noch die Hauptaufgabe? Das Gericht der Lebenden, die Richter aufsuchen und irgendwie einen Weg nach Elysion finden. Und Nebenaufgaben haben wir auch drei Stück. Asche der Titan, eines Titanen. Ja, werden wir sehen. Wir müssen ja eh die Gegend erkunden. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir das auf unseren Wegen finden oder nicht. Ja, da sehen wir Gegner. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Vielleicht sollte ich übrigens mal den einen Buff zumindest aktivieren. Na, es sind ja mehr als einer. Und zwar, das hier war doch ein Buff, ne? Helfen wir ihm? Ja, neuer Mut. Nein. Zwei. Kampfdurchblick. Das war ein Buff. Vier. Hallo, 4, 5 am Buff. Ja, gut, das war's. Ja, und dann erkunden wir mal wieder die Welt von Titan Quest. Griechische Sagen und so. Dann schauen wir mal. Alles hier erstmal wegschnetzeln. Ihr wisst ja, wie das ist. Das ist ja nichts Neues. Die Viecher machen gut Schaden. Ja, guten Tag, die Herren. So. Schnauze. Ich habe gesagt Schnauze. So. Ja, schauen wir mal. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das damals nicht gespielt habe. Aber hundertprozentig weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht. Schnauze. So. Samstagnachmittag. Ich habe gedacht, nimmst ein bisschen auf heute. Mafia habe ich heute zu Ende aufgenommen. Da kommt am Sonntag die letzte Folge. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal wieder auf zwei Let's Plays runtergehen. Weil es schon, es ist Aufwand. Ich habe immer ja nur das Wochenende oder meistens nur das Wochenende Zeit zum aufzunehmen. Und das macht es dann teilweise recht schwierig. In der Woche ist meine Zeit da eher begrenzt. Ja, könnte ich wahrscheinlich auch noch aufnehmen und ab und zu mache ich das auch noch mal. Aber ganz ehrlich, irgendwann will man auch mal für sich was zocken. Und dann wird das einfach zu viel. Und ich habe jetzt für mich einfach den Beschluss gefasst, okay, jetzt belässt es erstmal bei Titan Quest und Grim Dawn. Irgendwann wird sicherlich wieder ein Titel kommen, den ich auch aufnehmen werde, aber jetzt aktuell erst einmal nicht. Ich habe ja auch noch meine Streams. Dann ab dem 19. November, also in knapp etwas weniger als einem Monat, kommt dann ja endlich Cyberpunk. Das werde ich aber im Übrigen nicht aufnehmen. Das ergibt keinen Sinn. Ich denke einfach mal, das ist ja auch ein ewig langes Spiel. Und ganz ehrlich, die ganzen großen Let's Player werden es aufnehmen. Ich nicht, weil das wird dann eh nicht bei mir geguckt. Das Spiel kenne ich ja. Von daher lasse ich das meistens bei so ganz großen Titeln, die selbst aufzunehmen. Irgendwie habe ich eh den Eindruck, ich bin ein Stück weit, aua, was soll denn das hier? Bin ein Stück weit auf Titel dieser Art hier festgenagelt. Was anderes wird bei mir nicht so viel geguckt. Ja, die Streams jetzt mit Georg, also Georg LP. Aha, warum leuchtet das hier so komisch lila? Man weiß es nicht. Mit Georg LP. Mit dem Titel Remnant, was ja im Prinzip ein Klon, sag schon, mir fällt jetzt der Name des Spiels. Dark Souls Klon, nur mit Er hat gut reingeprängelt. Im Prinzip ein Dark Souls Klon mit Wummes, ja, die kommen gut an. Warum auch immer. Kann ich nicht mal großartig beurteilen. Auf jeden Fall. Aber ansonsten sind andere Titel bei mir eher so, wird so von dem einen oder anderen geguckt, aber nicht viel halt. Muss man realistisch so sagen. Ey, was soll denn das, Freunde? Weißt du auch nicht so genau, ne? Oh, stirb. Ja, da war nichts weiter. Ist halt so. Aber gut, ich mache ja im Prinzip trotzdem das, was, worauf ich Bock habe. Auch bei den Let's Plays.
Aber es bringt mir relativ wenig, ein Let's Play von irgendwas anzufangen und dann mittendrin sozusagen, ah, es guckt keiner, also breche ich es ab. Weil es steht ja immer noch unbedarft des Umstandes, ob ich daran Spaß habe oder nicht, immer ein Stück weit Arbeit dahinter. Rendern, schneiden, hochladen, ja, und so weiter und so fort. Jedenfalls habe ich für mich den Beschluss gefasst, dass ich wahrscheinlich am 19. Abend schon, beziehungsweise dann am 20. vielleicht auch schon tagsüber, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, entsprechend Cyberpunk streamen werde, weil ich auch voll Bock auf das Spiel habe, Leute. Ich habe so richtig Bock da drauf. Ich habe Witcher geliebt, habe ich auch einen Durchgang gespielt, weit über 200 Stunden drin. Ach komm schon, Jungs, das muss doch nicht sein, oder? Tut das Not? Tut das Not, fragte ich. Ey, komm mal her, ich sollte auch mal treffen irgendwie, weil sonst ist es hier recht schnell vorbei. Da hinten ist noch einer. Wo willst du denn jetzt hin? Sterben. Das ist okay. Ja, also von daher, das kann ich jetzt schon mal sagen, am 19. abends, wenn, je nachdem auch, hallo Freunde, je nachdem auch, wann ich dann den Download starten kann, das ist ja immer so eine Sache. Aber der Plan ist da am 19. abends auf jeden Fall die ersten Schritte in Cyberpunk zu machen. Und dann am 20. auf jeden Fall zu streamen. Vermutlich das gesamte Wochenende über. Aber auch da ist mir klar, dass nicht so ganz viele Leute reinkommen werden. Weil das werden die ganzen Großen. Es wird im Prinzip jeder streamen. Das ist Fakt. Da mache ich mir auch nichts vor. Alle warten drauf. Alle wollen es unbedingt spielen. Und ich kann es ja auch verstehen. So ist es ja nicht. Ne? Ey, könnt ihr mal aufhören? Das Ding ist halt, Streaming macht mir wahnsinnig Spaß. Ich überlege immer noch Grim Dawn zu streamen. Zurzeit habe ich aber immer noch Titel, die ich jetzt gerade auch streame. Und wahrscheinlich würde ich mit Grim Dawn noch mehr Zuschauer ziehen. Ich kann es mal lassen. Hallo. Ein Boss. Na, sag mal das doch, Alter. Autsch. So, der ist weg. Ja, da ist da noch einer, wollte ich doch sagen. So. Ja, auch hier liebe Grüße an Solitär KK. Ja, ich weiß, ich habe kein AOE, aber es gibt auch in dem Skillbaum nicht wirklich etwas, was wie AOE aussieht. Bei den Damage-Arten ist es so, ich gehe wieder zurück, ne? Ich mache ja Blutung und physischen Schaden und Durchschlagsschaden. Von daher habe ich schon eine Spezialisierung bei den Schadensarten. Gift ist jetzt nicht dabei, aber Blutungsschaden ist halt dabei. Hier war der nächste Brunnen, sehr schön. Hallo. Tschüss. Ich muss mal gucken, wie sich das alles weiterentwickelt. Ich habe halt einfach Bock auf Zocken. Das ist nun mal so. Und ich habe letztes Mal gesehen, in Grim Dawn habe ich jetzt, glaube ich, mittlerweile 700 Stunden oder so. Ich glaube, dass es 700 inzwischen sind. Titan Quests sind nicht ganz so viele, wobei das stimmt so auch nicht. Weil ich mir die Anniversary Edition ja auch erst sehr viel später nochmal geholt habe. Ich hatte ja schon damals wie so ein blöder Titan Quest gezockt mit einem Kumpel zusammen im Netzwerk sogar noch. Nicht übers Internet, weil so vom Dorf war ja Internet mal schwierig. Nein, wir haben das wirklich so richtig so LAN-Netzwerk gespielt. Wir haben das gesuchtet wie die Doofen. Wir hatten auch Sacred gesuchtet wie die Doofen. Diese Spieleart ist schon seit jeher so meins, macht mir Spaß. Allerdings muss ich auch gestehen, ich hatte damals, klingt blöd, ist aber so, echt immer mein Mitspieler,
Der liebe Sven nannte mich immer das Glücksschwein, weil ich echt gute Items gefunden habe, was ich ja inzwischen, sag ich jetzt mal, vorsichtig formuliert, sehr stark naja, in eine andere Richtung entwickelt hat. Ihr seht es ja selbst, so itemtechnisch ist mal eher Asche. Schnauze. Ey, was soll denn das? Wenn du mich noch einmal mit deinem Blubber blasen, ne? Dann kriegen wir bei dir ein Problem. So. Hey, Freunde. Ja. Guten Tag, Jan. Ach, ich hasse das. So. Ich meine, soweit läuft meine Skillung ja bis dato ganz gut. Es gibt zwar immer wieder mal Herausforderungen, aber insgesamt läuft sie ganz gut. Ich vergesse übrigens die ganze Zeit, die 8 zu verwenden, was selten dämlich ist. Aber Loot fällt hier mal gar nicht, außer Gold. Ist das doch die 7? Ja, ist die 7, verdammt. Ey! Ich mag den Skill, weil er eben halt genau die Schadensarten supportet, die ich in der Hauptsache austeile. Deshalb mag ich den. Ich gehe mal hier weiter. Ich weiß gar nicht. Da unten vielleicht noch was. Mal gucken. Und ich hoffe auch, Solitär, dass bei dir jetzt inzwischen Titan Quest wieder funktioniert. Sie hatte mir berichtet, dass sie Herausforderungen beim Starten des Spiels hatte, dass Steam dabei rummuckt. Hatte ich jetzt gar nicht. Gut, ich hatte es jetzt in der Woche auch nur, als ich es gelesen habe, nochmal kurz zum Testen angeworfen. Ansonsten, was habe ich die Woche über gemacht? Eigentlich hauptsächlich gestreamt oder ja, Podcasts aufgenommen. Einen Tag fühlte ich mich echt, da dachte ich schon so, oh, oh. Man denkt das ja mittlerweile sofort. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich hatte dann echt Nase zu und fühlte mich kacke. Ich so, ach nö. Dinge, die man so nicht braucht, sage ich jetzt mal. Oh, 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 oh. Not nice. Mal eben schnell das Held hochpulschen. Können wir das mal lassen? Aufstieg, yippee-yay. Gehen wir mal eben beiseite. Gucken wir uns mal an, was wir machen. Ich weiß es nämlich aktuell noch nicht. Könnte ich hier was reinsetzen? Aber es fehlen noch zwei der Verteidigungsmeisterschaft. Was wäre das denn? Trotz. Basierend auf neuer Mut. Was gibt uns trotz denn? Elementwiderstand 10%. Das ist natürlich nice. Mhm. Auf jeden Fall nice. Sollten wir im Auge behalten. Kolossform. Ja, das ist auf jeden Fall geil. 50% mehr. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal 1, 2. Ja, und den dritten. Wir haben, müssten noch einen Punkt haben, wenn ich das richtig sehe. Setzen wir mal in die Kolossform. Ja, damit sind die Punkte alle weg. Das ist aber okay. Kolossform. Gut, die 9 ist die Kolossform. Das ist okay. Die zeige ich euch gleich mal. Da kann ich mit. Ist da echt nichts gedroppt? Ja, toll. Warum? Was ich jetzt nicht verstehe. Ah, jetzt habe ich natürlich, das war schlau. So, pass mal auf. 8. Tagchen. Noch Fragen, Freunde? So. Gefällt mir. Mag ich. Tagchen. Und schon sind wir wieder klein. Das mag ich nicht. Ey. Ach, du bist ein Boss. Na, sowas aber auch.
Alter, was ist denn hier los? So, jetzt darfst du jetzt mal sterben. Sag mal, ich habe gesagt, du darfst mal sterben. Ist das okay für dich? Mir fällt gerade auf, ich habe was nicht... Ah, hier ist der Froschstein. War das ein... Nein, kurz in die Quest zu gucken. Auch zwei Fähigkeitenpunkte. Nice. Die Quest müssen wir auf jeden Fall machen. Finde Piklanis und sprich mit ihm. Ja, Reliktstück. Okay. Denn ich glaube, wir haben hier eine Nebenquest erledigt. Dann porten wir uns mal eben. Ja, ja, ist klar da oben. Passt schon. So, dann eben hier Ebenen des Gerichts. Währenddessen einen kleinen Schluck Kaffee. Ich bin der Meinung, wir hätten jetzt hier eine Nebenquest erledigt. Beim Gucken. Hier ist ein Händler. Wo war denn das jetzt? Da, du warst das, ne? Wir wollten den Lebenden sagen, was in der Unterwelt geschieht. Aha. Aber der erste Ort, den die Dämonen einnahmen, war das Nekromantheon. Aha. Das ist unser Orakel. Mhm. Unser einziger Weg, mit unseren Nachfahren zu kommunizieren. Mhm. Die Dämonen beschmutzen es jetzt. Die meisten von uns haben sie in Käfige gesteckt. Na sowas. Und jetzt hat das Land der Lebenden keine Ahnung vom bevorstehenden Schicksal. Okay, das war es nicht, was ich gesucht habe. Habe ich denn nicht noch? Ich war der Meinung, das war eine Quest. Warte mal, Inventory. Froschstein. Warst du das nicht? Doch. Aufgabengegenstand. Hä? Okay, das war das also nicht. Okay, nee, das ist das nicht gewesen. Keine Ahnung, wofür wir den Froschstein brauchen gerade. Na gut, schauen wir mal. War wohl nicht so, wie ich dachte. Lag ich jetzt wohl doch einfach falsch? Ich kann mal einfach ticken gehen. Es wird dann auch und die jetzt letzte ein Sterblicher? Ist das richtig? Mhm. Hier ist diese Dämonen, seltsame Neuigkeiten und jetzt kommen auch noch Lebende durch unser Land. Weg, weg. 79, nein, nein. Haben eh nicht mehr viel dabei. Gut. Oder nicht? Auf Wiedersehen, Sterblicher. Ja, auf Wiedersehen. Bestimmt, wenn ich wieder vollgepackt bin. Porten wir uns eben noch zurück. Na gut, ihr Lieben, soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.